mein Kollege und ich zusammen haben als Teil von unserer DIS ein Massenspektrometer entworfen. Und nachher ist plötzlich, hat Contraves das Gefühl gehabt, sie wollen ihre Raketen, die sie hatten und nicht gewusst haben, was machen, sie wollen die in Höhenforschungsraketen umbauen. Und nachher haben sie auch realisiert, dass wenn sie die zu leerem Sardinien einfach aufjagen, dass das vielleicht nicht so spannend ist, und haben uns gefragt, ob man nicht könnte ein Instrument reinbauen. Und das haben wir nachher entworfen. Das war eine ganz einfache Geschichte, nämlich nur Druck messen. Bei dieser Entwicklung haben wir die ersten wichtigen Erfahrungen gesammelt. Wir haben Sachen gelernt, die wir später dringend haben müssen können, wo wir nachher das Massenspektrometer haben geflogen haben. Nur ein Beispiel. Wenn man in den Weltraum geht, dann darf man nicht den eigenen Dreck mitfliegen, sondern man muss ein sauberes Instrument in den Weltraum mitnehmen. Und also schon in Sardinien, bei diesen Raketen von der Contraves, haben wir einen Mechanismus gehabt, wo wir können das Experiment auftun im Flug. Das war wichtig. Ich bin nach Amerika mit einem Stipendium von der Europäischen und Amerikanischen Akademie. Und habe nachher nachgeschaut, wo könnte ich da hingehen, dass es interessant ist. Richtig Weltraum natürlich. Und dann hat die Rice University in Houston hat ein Space Science Department gehabt. Tatsächlich ist dort John Freeman, der Principal Investigator vom sogenannten ALSEP-Experiment. Das ist ein Teil, wo die Astronauten mit auf den Mond genommen haben. Der hat gesagt, wenn ich will, kann ich damit arbeiten. Und dann bin ich automatisch bin ich nachher ein Mitarbeiter in dem sogenannten Supra-Thermal Ion Detector Experiment gewesen. Das sind die Abkürzungen, wie sie die Amerikaner brauchen. Und das war vorgesehen für Apollo 14. Im Dezember 1968 habe ich das Stipendium gestartet und bin entsprechend bei Apollo 11 in Houston gewesen. Und dank meinen Anführungszeichen Beziehungen hatte ich eine Einladung am Apollo 11 Abend, dass ich dort in Mission Control, es hat so eine Art Galerie gehabt, dass ich dort mitbeobachten konnte. Das heisst also, die ganze Aufregung, ob es echt gelingt, ob sie landen, ob alles zusammen, das habe ich in der sogenannten Mission Control, ein bisschen ausserhalb Houston, miterlebt. Und das ist natürlich ein absoluter Glücksfall gsi, ein absolut Hammererlebnis, was der gelungen ist gsi. Hey, der Geist und ich ist getroffen und wir haben zum Mond aufgeschaut und hey, eigentlich nicht können glauben, dass jetzt der das Sonnenwindsegel steht, aber es ist der gsi. Das fragt man immer, oder was hat Apollo gebracht, was hat Apollo der Uni Bern gebracht? Ich muss nicht sagen, das sei der Start von unserer Weltraumforschung gsi, das wäre auch sonst gekommen. Aber dass man so viel darüber geredet hat, das war unglaublich. Das nicht nur das, die Publizität, sondern auch die Finanzen. Oder? Wir haben zu dieser Zeit fantastische neue Instrumente können bauen. Es war eine grosse Begeisterung und wirklich ein grosser Schritt vorwärts für die Wissenschaft. Auch für die Wissenschaft. Als ich zurückkam, hatte ich in erster Linie bereits eine Zielsetzung, nämlich das erste Schweizer Satellitenexperiment mit zu begleiten, das ausschreiben und nachher auch natürlich entwickeln und bauen mit der Industrie. Das war eigentlich gar nicht eine Wunschvorstellung von uns, sondern das war einfach ein Gelegenheitsflug. Aber nachher plötzlich ist im Raum gestanden, man könnte zu einem Komet fliegen. Für uns Berner war das Nonplusultra. Auf der einen Seite die richtigen Proben, nämlich die interessieren uns für das Sonnensystem. Auf der anderen Seite Technologie. So ist das gekommen. Und wir sind schlussendlich ja, bei Giotto sind wir dabei gewesen. Keine Konkurrenz, hat niemand solches Massenspektrometer können bauen. Und wieder hat das funktioniert und war gut und sehr interessant.
Von dann an war es klar, dass eine weitere Kometenmission nicht ohne uns fliegt. Wir haben das gleiche Team, das wir bei Giotto hatten, haben wir ergänzt durch andere. Das sind sogar Amerikaner auf Bern gekommen und gesagt, wir wollen auch mitmachen. Heute wissen wir, dass das rentiert hat. Oder? Aber es war eine lange und eine nervenaufreibende Mission, selbstverständlich, weil sie eben einen 10-jährigen Flug beinhaltet hat. Aber wir haben das ums Verrotten wollen. Und ich habe natürlich gewusst, dass ich dann plötzlich pensioniert bin und dann nicht mehr die erste Giga spielen kann. Aber das war eigentlich kein Problem. Man muss aus dem, was man macht, muss man das Beste machen. Fertig, Schluss. Dann ist man zufrieden.